keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von WoW Weekly, unserem Wochenrückblicksformat, und wir schauen uns heute mal wieder an, was es denn in den vergangenen Tagen für interessante Neuigkeiten zu World of Warcraft gab. Am Anfang der vergangenen Woche gab es zwei Kleinigkeiten, nämlich auf der einen Seite können die Kirin Tor World Quests mittlerweile nun zufällig erscheinen, auch ohne dass die Kirin Tor abgesandten Quest aktiv ist. Das bedeutet so Dinge wie das Leylinenrennen, das kann jetzt eben, wenn es aktiv ist, auch so abgeschlossen werden, ohne dass es eben Teil der abgesandten Quest ist. Die abgesandten Quest, die ist seit Patch 7.1 sehr, sehr rar. Da arbeiten die Entwickler dran und sie nannten als ungefähren Zeitabstand, oder wie häufig diese auftreten soll, viel besser gesagt, ungefähr zweimal in 3 Wochen. Die zweite Sache ist das World of Warcraft Kochbuch. Dieses ist auf englischer Sprache zwar seit einiger Zeit verfügbar, nun allerdings auch auf Deutsch. Für Fans, die gerne mal ein paar Rezepte aus WoW nachkochen möchten, oder zumindest in einer gewissen Art und Weise, muss man sagen, kann ich das Ganze auf jeden Fall empfehlen. Bei Amazon könnt ihr euch das Ganze bestellen, ist derzeit aber wohl ausverkauft. Der Liefertermin ist ein wenig länger, also vor Weihnachten werdet ihr dies wahrscheinlich nicht mehr erhalten können. Und auch der Preis ist doch ein bisschen höher als bei diversen anderen Kochbüchern. Bereits am Dienstag, einen Tag früher als sonst, konnte man übrigens auch schon Teil 4 der Suramar-Kampagne in Angriff nehmen. Am nächsten Mittwoch, voraussichtlich am nächsten Mittwoch, geht es dann mit dem 5. Teil weiter. Aber mal sehen, vielleicht geht es da sogar auch schon wieder am Dienstag weiter. Das Ganze hat wahrscheinlich ein Problem bei der Freischaltung verursacht, dass das Ganze eben einen Tag früher verfügbar war, da die US-Server ja eben bereits am Dienstag den Wartungsarbeiten unterzogen werden. Seit letztem Mittwoch aktiv ist auch wieder das Bonusereignis Arena-Geplänkel. Dieses ist noch bis zum 23. November verfügbar und ihr erhaltet während dieser Zeit 50% mehr Ehre über Arena-Geplänkel und beim Erzmagier Timär in Dalaran zusätzlich eine Quest, bei der ihr 10 Arena-Geplänkel gewinnen müsst, und als Belohnung gibt es dann eine Ehrenmedaille, Ruhm des Nahkämpfers und eine Schließkassette des Champions. Wer sich übrigens im Zeitraum vom 16. bis 30. November einloggt, der wird einen Brief im Spiel erhalten, nämlich zum 12. Geburtstag von WoW. Und in diesem Brief ist einerseits ein Feiertagspaket enthalten, 200 zeitverzerrte Abzeichen und ein Brief von den Zeitwanderern. Dieser Brief startet eine kleine Quest, bei der man zu den Historikern je nach Fraktion nach Stummwind oder nach Orgrimmar gehen soll, und dort kann man dann eben eine täglich wiederholbare Quest abschließen, die 25 zeitverzerrte Abzeichen gewährt, und man kann bei dieser Person dann eben auch ein paar Dinge kaufen für zeitverzerrte Abzeichen, nämlich zum Beispiel den Corgi-Welpen, welcher jetzt neu ist, quasi als Geschenk zum 12. Geburtstag, da dieser auch 200 Abzeichen kostet und man eben im Brief 200 erhalten hat, aber eben auch aus dem vergangenen Jahr zum Beispiel aufblasbarer Donnerzorn oder das Edelkostüm Edwin van Cleef. In der letzten Woche gab es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch den ersten PTR-Build für Patch 7.1.5, und dieser hat diverse Dinge auf die Testserver gebracht, nämlich zum Beispiel die Mini-Feiertage, die neue Kampfgilde oder vielmehr die erweiterte Kampfgilde, die ja zum Release von Legion nicht mehr verfügbar war. Dann haben wir zum Beispiel auch noch die Mists of Pandaria Zeitwanderungsinstanzen, die eben dann auch mit dem kleinen Patch in das Spiel kommen werden. Änderungen an legendären Gegenständen, neue legendäre Gegenstände, einer pro Spezialisierung und dann nochmal ein Schmuckstück für Tank, DD und Heal und viele, viele Klassenänderungen. Dabei ist es nochmal wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, weil das viele, viele immer falsch verstehen, das ist nur der erste Build von vielen. Das heißt, die ganzen Klassenanpassungen sind A, noch nicht final und B, noch nicht komplett. Zum Beispiel fehlen noch viele, viele Spell-Changes und es gab jetzt erst einmal viele Änderungen an den Talenten. Das bedeutet, Talente sind rausgefallen, Talente wurden als Standard-Passive oder Aktive in die verschiedenen Spezialisierungen übernommen, neue Talente sind reingekommen, Talente sind an andere Stellen gerückt. Das war so mehr oder weniger das, was jetzt als erstes in Angriff genommen wurde. Dann gab es bereits diverse Anpassungen bei der Spielmechanik bei den einzelnen Klassen, und darüber hinaus wird es natürlich auch noch in Zukunft die Anpassung an den sekundären Werten geben, weil Blizzard dahingehend eben nicht zufrieden ist, dass primäre Werte teilweise eben schwächer sind als sekundäre Werte.
Wie gesagt, das Ganze ist eine große Baustelle. Ihr solltet da noch nicht allzu viel drauf geben. Man kann natürlich Tendenzen erkennen, wo die Entwickler mit den einzelnen Klassen hin möchten oder vielmehr den Spezialisierungen der einzelnen Klassen. Aber es ist eben noch alles nichts final. An den Zahlen kann sich noch viel ändern und bereits einen Tag, nachdem der PTR-Build aufgespielt wurde, gab es bereits wieder die ersten Anpassungen. Seit der vergangenen Woche ist die Prüfung der Tapferkeit übrigens auch im mythischen Modus und im LFR verfügbar. Das heißt, der höchste Schwierigkeitsgrad steht nun zur Verfügung und auch der niedrigste, sodass alle Spieler dort ihre Herausforderung finden sollten. Das Rennen um die mythischen World First Kills ist allerdings schon wieder beendet. Am Freitagnachmittag wurde nämlich bekannt gegeben, dass Method sich den mythischen Helya-Kill geschnappt hat und das eben vor allen anderen Gilden. Ein sehr kontrovers diskutiertes Thema war in der vergangenen Woche zudem noch die Tatsache, dass es eine fehlerhafte Worldquest in Suramar gab, welche gehörige Menge an Artefaktmacht gewährt hat. Und diese konnte man immer wieder wiederholen. Wenn man sich nämlich ausgeloggt hat und wieder eingeloggt hat, dann war diese Worldquest wieder da. Da gab es ein paar Spieler, die das ein paar Mal gemacht haben aus Unwissenheit, und es gab ein paar Spieler, die das ja zigmal, wenn nicht hunderte Male gemacht haben, um dieses System und diesen Fehler auszunutzen. Spieler, die diesen Fehler massiv ausgenutzt haben, wurden mit einem temporären Bann bestraft und dieser dauerte zwischen 24 Stunden und 7 Tagen. Als einen Tag später, nachdem der Bann ausgelaufen war und einige Spieler wieder online kamen, die eben davon betroffen waren, war auf Reddit zu lesen, dass die Spieler eben nicht ihre gesammelte Artefaktmacht verloren haben, wie angenommen wurde, sondern sie diese behalten haben. Und da fing dann die große Diskussion an, ob sich das Exploiten und Ausnutzen von solchen Spielfehlern nicht lohnt, einen Tag nicht spielen können, aber dafür irgendwie die Arbeit von einer Woche gemacht zu haben, das ist natürlich nicht ganz im Sinne. Die Entwickler haben sich jetzt aber noch auf Twitter dazu geäußert und bekannt gegeben, dass den Spielern noch nachträglich die Artefaktmacht entzogen wird. Es dauert wahrscheinlich einfach ein bisschen länger, das Ganze nachzuverfolgen, aber diese Spieler sollen in keinem Fall ihre Artefaktmacht behalten, so zumindest die Aussage der Entwickler. Eine weitere interessante Meldung gab es dann auch noch in den letzten Tagen, nämlich wird man mit Patch 7.1.5 das WoW-Token in Battle.net-Guthaben umwandeln können. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel für Gold euch ein WoW-Token kaufen, was dann eben einen Wert von 20 Euro hat, und dieses dann eurem Battle.net-Guthaben hinzufügen und damit dann euer Konto aufladen. Kommen wir langsam zum Ende, aber gegen Ende der Woche gab es dann auch noch eine kleine Mitteilung, die Jäger erfreuen dürfte, nämlich wird man mit Patch 7.2 Greifen und Hippogreifen zähmen können. Persönlich finde ich das auf jeden Fall sehr interessant und habe sofort mich ein wenig nach meinem Jäger zurückgesehnt. Das war's soweit für diese Woche. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.